Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News und heute mit einer ziemlich großen Retro-Ecke. Viel Spaß! Sony setzt die Tradition der letzten Monate fort und bringt auch im September für PlayStation Plus einen AAA-Titel. Ihr dürft euch nun auf Infamous Second Son freuen. Das Spiel ist von 2014 genauso wie Child of Light von Ubisoft. Beide Spiele stehen ab dem 1. September, das heißt ab heute, ich denke ab heute, wenn das Video heute freigeschalten wird, zur Verfügung. Microsoft geht noch mehr in die Breite und damit meine ich allgemein den Xbox Service. Ihr wisst ja, ihr könnt alle Spiele auf jeder Plattform spielen. Auf der Xbox One S, auf der Xbox One X, auf der Xbox One und auf dem PC. Allerdings will sich Microsoft noch mehr öffnen und sagt, die Leute sollen das Spiel da spielen, wo sie wollen. Also das heißt auch auf anderen Plattformen. Als Beispiel nannte man Rocket League, wo man es ermöglichen will, Nintendo Switch User und Xbox User auf einem und demselben Server spielen zu lassen. Meines Erachtens nach, schön wäre es, wenn sich Sony dahin auch öffnen würde, aber so sieht es momentan leider nicht aus. Und kommen wir zur besagten Retro-Ecke und das erste Thema ist Street Fighter 2 für das SNES. Es wird eine Neuauflage zum 30-jährigen Jubiläum von Street Fighter geben. Und zwar bringt Capcom nochmal eine Cartridge raus, direkt für Super Nintendo. Es ist auf 5500 Stück limitiert, es wird 4500 rote Cartridges geben und dazu nochmal 1000 grüne durchsichtige Cartridges, die in der Nacht leuchten. Das Modul kostet knapp $100 plus Versand und eventuell, wenn ihr es nach Deutschland liefern lasst, noch den Zoll. Denn leider kommt diese Variante nicht als PAL-Variante raus. Ich habe mir mein Exemplar bestellt, ich hoffe jedenfalls, dass der Karton unbeschädigt hier ankommt. Nun wurden die Vorbestellungen für das SNES Mini auch in den USA freigegeben und sind schon wieder alle weg. GameStop hat nun gemeldet, dass Nintendo zwar wesentlich mehr Konsolen zum Start der SNES Mini bereitstellt, allerdings die Nachfrage auch wesentlich höher ist. Es hat exakt 8 Minuten gedauert, bis der gesamte Bestand vorbestellt war. Ich würde euch raten, steht am 29. September auf jeden Fall vor dem Laden und versucht einen der wenigen Exemplare, die im Laden stehen und nicht vorbestellt werden konnten, zu ergattern. Der Vorgänger vom SNES Mini war ja das NES Mini. Was war der große Nachteil an diesem Gerät? Man konnte keine neuen Module reinstecken. Genauso wie beim SNES Mini, aber das sieht Nintendo auch gar nicht vor. Nun hat sich Retrobit aber gesagt, wir bringen auch ein NES Mini, was allerdings NES-Module unterstützt. Ihr könnt in dieser kleinen, kompakten Konsole originale NES-Module einstecken und originale NES-Controller anschließen. Das Ganze läuft wie beim Retron 5 auf einer Emulatorbasis, das heißt, die ROMs werden von dem Modul ausgelesen, hochskaliert und ihr könnt sie dann auch einwandfrei auf einem modernen Fernseher spielen, wenn ihr denn wollt. Alternativ könnt ihr das Ganze auch per normalen Kinch-Kabel anschließen und da wird es dann schon ein bisschen gröber, aber bringt auf jeden Fall das originale Feeling auch für Röhrenfernseher zurück. Das ganze Ding kostet gerade mal $37, allerdings sollte man auch hier wieder beachten, wenn man das Ding bestellen will, dann muss man noch ein bisschen Versand und auch ein bisschen Zoll oben drauflegen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr dann mit 80 Euro hinkommt. Und da wir gerade beim NES sind, es gibt ein gewisses Spiel, was damals für das Super Nintendo rausgekommen ist und das nannte sich SimCity. Dieses Spiel haben die meisten wohl von uns direkt auf dem PC gespielt, weil es auch einfacher, komfortabel ist, mit der Maus zu spielen. Allerdings hatten viele keinen PC, der das konnte und da hat man doch gerne die Konsolenvariante genommen. Was jetzt aufgetaucht ist, ist ein Beta-Modul für das NES. Ja, richtig gehört, das Spiel sollte ursprünglich auch für das NES erscheinen. Und es lief erstaunlich gut. Wenn man sich das Video mal anguckt, das Scrolling ist erstaunlich weich für ein NES und da steckt schon eine ganze Menge Programmierkunst dahinter. Und man sieht auch auf dem Video, dass es in einem Original-NES von Nintendo steckt. Das finde ich sehr schön. So ein Modul ist bestimmt eine ganze Menge Geld. Was ich immer wieder vergessen habe, die letzten News, und wo ich so oft darauf hingewiesen wurde, ihr könnt nun im eShop der Nintendo Switch auch mit PayPal bezahlen. Das heißt, ihr seid nicht mehr auf Guthaben oder Kreditkarte angewiesen. Das wollte ich zumindest hier nochmal nachgereicht haben für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben. Und wo wir gerade bei digitalen Inhalten und dem eShop sind, Nintendo hat eine neue Nindies-Veranstaltung gemacht. Und da wurden doch einige interessante Spiele vorgestellt,
Das sind so viele, dass sie hier den Rahmen sprengen würden, aber einige Highlights will ich euch trotzdem kurz zeigen. Und zwar kommt ein neues Super Meat Boy raus und das hatte die Premiere auf dieser Vorstellung. Super Meat Boy Forever kommt 2018 raus und erweitert das Spielprinzip vom ersten Teil nochmal massiv. Dazu wurde noch das Release-Datum von SteamWorld Dig 2 bekannt. Am 21. September kommt es raus, also das ist auch nicht mehr allzu weit. Da freuen sich ja eine ganze Menge Leute drauf. Team 17 hat noch angekündigt, auch 2018 wird Worms VMD auf der Switch rauskommen. Und das finde ich cool, gerade unterwegs noch so ein paar Level davon zu spielen. Ich liebe das Worms-Spielprinzip. Und ich feiere es bis heute. Ich habe damals den ersten Teil auf der PlayStation gespielt, auf der PlayStation 1. Und da musste man im Zweispieler-Modus noch den Controller hin und her wechseln. Da gab es keinen Zwei-Controller-Support. Was allerdings nicht auf der Veranstaltung drauf war, ist Yooka-Laylee. Und so langsam fragen sich die Leute, kommt dieses Spiel überhaupt noch? Die Foren sind momentan voll davon, von Gerüchten, dass das Spiel eingestellt wurde. Und das hat auch folgenden Grund, denn die ganze Zeit behauptet man bei Playtonic Games, ja, man ist immer noch am Optimieren bei dem Spiel und das ist so gut wie fertig, aber es kommt, wenn es kommt. Das ist ja schön und gut, aber da hätte man doch zumindest eins der optimierten Level doch schon mal zeigen können. Oder wie seht ihr das? Kommt da noch was? Kommt da gar nichts mehr? Es ist schon sehr komisch, dass nicht mal ein Trailer auf der Nindies-Veranstaltung lief. Allerdings will ich ein Release nicht vergessen, und zwar kommt das neue 3D Sonic schon am 7. November. Sega hat jetzt das Release-Datum bekannt gegeben und sagt, wir machen absichtlich kein Vollpreistitel daraus. 40 Euro sollen für alle Plattformen genügen. Auch für die Nintendo Switch wird das Spiel in der physischen Variante 40 Euro kosten, und das ist ja schon mal gut, weil die Module ja immer bekanntlich ein bisschen teurer sind. Was haltet ihr davon? Sind diese 40 Euro eher mit Vorsicht zu genießen, dass das Spiel vielleicht am Ende doch nicht so gut ist, wie man denkt? Oder muss man sich da keinen Kopf machen? Und man hat ja bisher eine ganze Menge davon gesehen. Was ist ein Tag nach dem Release von Sonic Forces? Ja, die Abschaltung des Miiverse steht bevor. Am 8. November 2017 ist es endgültig vorbei. Jetzt verbinden die meisten das Miiverse ja mit der Wii U. Und leider ist nicht nur die davon betroffen, sondern auch tatsächlich der 3DS. Jetzt fragen sich natürlich einige, kann man denn überhaupt noch Level hochladen bei Mario Maker oder ähnliches? Das soll wohl alles noch gehen. Allerdings ist es nicht mehr möglich, irgendwelche Tipps in die Level reinzuschreiben, wie wir es ja von Mario Maker kennen. Auch andere Sachen wie Splatoon oder Super Mario Bros. U sollen einwandfrei funktionieren, bloß ohne die Miiverse-Kompatibilität. Ich hoffe, da gibt es am Ende keine technischen Probleme, dass man am Ende die Dinge auch wirklich spielen kann. Wer jetzt allerdings denkt, ach, ich habe da so viele schöne Beiträge verfasst, unten habe ich eine Anleitung verlinkt, wie ihr eure Beiträge nochmal bei Nintendo einfordern könnt. Das müsst ihr bis zum bestimmten Datum machen und dann kriegt ihr sie zur Abschaltung zugeschickt in einer einzelnen Datei. Auch das Splatnet für Splatoon 1 ist davon betroffen. Wer jetzt sagt, hä, Splatnet für Splatoon 1? Kenne ich nicht. Ja, hier in Deutschland war das auch kaum bekannt. Das kam erst in Japan und dann später nochmal in englischer Sprache. Allerdings hat es sich hier kaum durchgesetzt, denn auch für Splatoon 1 gab es quasi eine Splatnet-App für Smartphones. Allerdings, wie gesagt, hat die hier kaum einer verwendet und deswegen wird die wohl auch kaum einer vermissen. Allerdings merkt man dann schon, okay, die Wii U ist endgültig abgeschrieben bei Nintendo. Man macht jetzt einen schnellen Schlussstrich und der 3DS scheint langsam auch auf die Schiene zu gehen. Oder was sagt ihr? Hat der 3DS noch irgendwie eine Überlebenschance oder merkt Nintendo jetzt, okay, die Switch verkauft sich so gut, wir brauchen gar kein Gerät parallel. Und zu 2018 wird dann Nintendo auch langsam sagen, tschüss, das war's, 3DS. Eine kleine News zu Super Mario Odyssey gibt's noch. Das Spiel rückt ja immer näher, aber es gibt ein neues Detail. Und zwar letzte Woche haben wir ja noch davon gesprochen, dass es keine Hubworld geben wird, sondern nur die Odyssey als Raumschiff. Allerdings scheint sich das zu einer kleinen Hubworld zu entwickeln, denn die könnt ihr komplett ausbauen. Ihr könnt diese selbst gestalten mit Gegenständen und so weiter und das könnt ihr euch von den Münzen, die ihr im Spiel einsammelt, kaufen. Damit ist nicht nur der Kauf von Klamotten möglich, sondern auch die Gestaltung eures Raumschiffs und das finde ich doch als erstes Mario Game, dass das mal Sinn macht, die Münzen zu sammeln, bis auf Leben zu bekommen, die man ja sowieso nicht mehr braucht, weil es kein Game Over gibt. Das war die Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch den Daumen nach oben da, Kommentar drunter oder wenn ihr noch nicht habt, ein kostenloses Abo.
Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, unten sind ein paar Amazon-Links. Wenn ihr darauf klickt und was über meinen Link kauft, dann kriege ich ein paar Cent davon ab. Kostet euch aber keinen Cent mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video. Ciao!